Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Gerade frisch aus dem Urlaub zurück. Gleich zwei Pakete von Knut und Colette in der Hand gedrückt bekommen. Da lacht der Vogel. Aber bevor wir die auspacken, machen wir erstmal neue Gesetze in Thailand. Ich werde bekloppt. Guckst du? So, Jungs und Mädchens, erstmal. Guten Morgen. Richtig, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Was macht die Liebe? Gut. Wie war der Urlaub? Schön. Ganz schön. Gut, aber schon ein bisschen fit. Ja. Richtig so. Also, das mal zum Thema. Wir sind also wieder zurück. Und erstmal natürlich einen fetten Dank an Knut und Colette für Knut die. Knut und Colette. Für die zwei dicken Pakete. Bevor wir die aber aufmachen, ich sagte gerade schon, es gibt hier neue Gesetze in Thailand, scheinbar, weil ich habe noch nie, und ich habe schon viele Pakete bekommen, Steuern bezahlt. Jetzt Steuern zahlen. Und zwar auf die Pakete nicht zu wenig Steuern, also richtig, da kommt richtig was drauf. Allerdings ist mir einiges sehr unklar, warum, wieso und weshalb. Ich möchte das heute hier nur mal kurz eben mal anreißen. Ich will da kein extra Video davon machen. Aber dass ihr mal in Zukunft wisst, auf was ihr euch dann da einlassen sollt, wenn hier doch nochmal Pakete kommen. Also, ich werde mal die Kamera hier mal abschrauben und dann hier das mal zeigen. Guckst du. Und zwar das erste Paket, das sind zwei, habt ihr gesehen, hat 3,70 Kilo. Dafür haben wir jetzt 105 Watt Mehrwertsteuer bezahlt. Okay, sage ich, okay, in Ordnung, passt. Ne? Jetzt haben wir aber noch ein zweites Paket bekommen. Und zwar ebenfalls vom Knut. Und da haben wir, das ist mir sehr eigenartig, ich will das hier mal eben zeigen, hier, warte mal, mit der Maus links. Hier sind 5,4 Kilo und die kosten dann, diddle 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 dip, warum 626? Ja, ne? 480, dann Tag, aber hier, ja. 146, ja. 146, dann zusammen mit 400 und die bin 626, plus 20 Watt vom Port. Ja. Aber die hier vom. Eigenartig ist hier bei mir dieser hier. Geh mal hier auf den drauf hier. Ja. 1600 wird das Paket in diesem geschätzt. 1600 Wert. 1600. Und in dem hier haben wir einen Schätzwert von 1500. In dem hier. Da oben steht das hier. 1500 Schätzwert. So, hier ist 1500. Kostet 105 Watt. Hier sind 1600 Schätzwert in dem hier und kostet 600. Wieso? Warum? Weshalb? Die Kilo. Nein, der Schätzwert. Schätzwert ist ja eigentlich nur 100 Baht hier höher. 100 Baht höher. 1600 gegenüber 1500. Hier 105 Baht und da 626 Baht. Das ist mir wieder sehr eigenartig, wieso man das hier so macht. Es geht ja um den Schätzwert jetzt, ne? Um den Preis dann. Ne? Und das ist mir sehr eigenartig, wieso, weshalb, warum man das jetzt hier macht. Ja gut, Steuern ist ja klar, ne? Thailand will ja in Zukunft ja auch noch viel mehr Steuern hier machen hier, aber das soll heute nicht das Thema sein. Aber nochmal, das hat auch noch Knut und Colette die Gebühren auch nochmal freundlicherweise auch noch übernommen. Soll ja ein Geschenk sein, schreibt er, und nicht, dass wir da noch drauflegen. Also, sehr eigenartig das Ganze, aber nun. Wir werden aber jetzt hier mal öffnen, was denn da jetzt drin ist. Und jetzt passt er auf. Jetzt hier passt er. Die Gold anfangen, die Second Lid da anfangen. Ui. Also das ist jetzt der hier mit 5, Kilo hier. Sorry. Ui, ui. Ui, 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 dem Adolf hier läuft schon hier der. Der, ja. Der Kopf der Zahn hier. Nase weg. Nase weg. Nase weg, du Nasebär. So. Nase weg, du Nasebär. Ah. Jetzt haben wir hier noch einen Brief hier. Oh, hör doch mal auf hier. Adolf, warte noch. Hallo ihr beiden. Dieses Paket ist nur für mich.
Ein zweites Paket kommt 3-4 Tage später nur für Porn. Ach, das habe ich jetzt ja auch gar nicht gewusst, Schatzilein. Das habe ich ja nicht gewusst. Leider gibt es bei uns keine Chili. Landjäger haben etwas anderes eingepackt für die Hunde. Leider diesmal nichts. Ah, haha, du kriegst nichts, Adolf. Na, 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 na. So, schön. Also, wünschen euch damit viel Spaß und bleibt gesund. Liebe Grüße, Colette und Knut. So, hier ist dann nochmal die Packliste, das nochmal, was da drin ist. Hä? Adolf, du hast nichts. Du kriegst nichts, Adolf. Du kriegst heute nichts. Du kriegst nichts heute. Du stehst heute im Regen hier. Du kannst die Zunge lang machen, heute kriegst du nichts. Also, heute ist nichts für dich dabei. Non, mach non. Also, das ist jetzt nur für den Papa hier. Ich werde bekloppt. Also, ein Uwe-Paket hier. So, jetzt pass auf. Haribo Pfirsich und die Erdbeeren, endlich mal wieder, die Erdbeeren hier, endlich mal wieder. Konfekt, 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 Halleluja, Konfekt, passt, passt. Oh, da hat er 1, 2, 3, 4 Mal Löwensenf drin hier, den extra scharfen. Da muss ich aber jetzt einige Wurst essen hier. Adolf, nimm mal deine Nase weg hier. Löwensenf extra scharf, das ist der richtige. Das ist der richtige hier. So, dann Hamburger Soße. Die richtige ist auch bei uns alle jetzt, ne? Das stimmt. Ist alle jetzt. Das hat genau richtig da jetzt gepasst. Vom Dingens hier. Hartweizengrieß. Ach, das war das hier für Pizza machen, ne? Genau, das ist das für Gepizza machen hier unten drunter. Genau, das ist das hier richtig. Das hatten wir hier auch nicht hier jetzt bekommen. Dann, da war nämlich auch drin hier noch Vorsicht Glas. Ja, Vorsicht. Ich glaube, der Tag hier leer. Ja, nee, das ist ja vom Wert, ne? Vom Wert so oder so. Ui. Gut eingepackt, Schatzilein. Gut eingepackt. Ui. Da lacht der Vogel. Ah. 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 Ha. Also, Baileys haben wir jetzt. Baileys haben wir jetzt. Halleluja. Ah. Wir haben jetzt hier auch noch eine große Flasche vom Bernd und Puh auch noch jetzt bekommen. Ich denke mir, da wird hier ab morgen oder was wird vielleicht auch noch was von Bernd und Puh kommen. Die sind jetzt auch gerade hier, haben auch gerade noch was mitgebracht. Nochmal eine Flasche Baileys. Halleluja, das sollte mal jetzt reichen für ein Jahr, oder? Oder vielleicht für 3 Wochen. Ja, kommt ja drauf an, wie meine Frau das gern schluckt. Ich ja auch ganz gern. Oh, jetzt hier, pass auf, hier, jetzt kommt hier. Jetzt kommt hier Chili-Wurzer. Chili-Wurzer. Sehr gut, sehr gut. Das ist was Leckeres zum Knabbern hier. Die sind sehr lecker. Landjäger Spezial. Halleluja, ich habe was zu knabbern. Wunderbar. Also, alles ist heile geblieben. Ich sehe gerade hier der Hartweizen, der krümmelt ein bisschen. Ja, der krümmelt ein bisschen hier. Tüte. Aber sonst ist alles heile geblieben. Schön. Ich habe was zu knabbern. Vielleicht mal zur Information hier, ich habe 1 Kilo zugelegt im Urlaub jetzt, ne? In der Tat, 1 Kilo. So schnell geht das wieder, gell? Porn, jetzt kommst du dran. Du, das andere Paket ist da für dich. Meine. Deine jetzt. So, jetzt machen wir hier mal weg, weg. Wechsel. Wie viel mal? Von mir 3 Kilo. Vor die 3,7. Porn kleiner, gell? Porn kleiner. Porn kleiner. Nein, falsch. Nein, richtig. Hallo ihr beiden, heute ein Paket für Porn. Selbstverständlich war das erste Paket für euch beide genau wie dieses. Jetzt steht das hier so. Also, es ist viel Salami in verschiedenen Sorten drin für eure Pizza. Wahnsinn. Die Sukuk Salami schmeckt auch gut gebacken mit Ei.
Spekulatius, Vorgeschmack auf Weihnachten, okay, das ist für Papa. Sie ist kein Spekulatius, gell? Das ist schon mal klar, ne? Wir wissen ja, dass Porn die nicht so gern mag. Richtig, ich habe es gerade gesagt, gut aufgepasst. Aber denken, Uwe wird sie schon essen, ganz genau. Wir hoffen, dass euch die beiden Pakete Spaß gemacht haben. Wir mussten halt zwei Pakete senden, damit jeder seine Flasche erhält. Viele Grüße aus Gernsheim von... Ah, jetzt habe ich es verstanden, genau. Ah, das war jetzt intelligent. Das war jetzt intelligent, muss ich echt sagen. Deswegen auch die zwei jetzt Pakete. Eine Flasche, du darfst ja nur einen Liter einführen. Ja. Ein Liter nur. Das war jetzt intelligent. Respekt. Das war jetzt wirklich gut, ne? Also, richtig. Also, auch viele Grüße aus Gernsheim von Colette und Knut. So, hier wieder die Packliste und gut. So, diese meine Spekulatius. Diese Salami. Diese Salami. Oh ja! Oh ja! So guck dann das Salami. Also die kenne ich jetzt also wirklich nicht, aber die werden wir dann testen. Kenne ich jetzt nicht. Ist das was Türkisches, du? Jalla? Hä? Jalla? Ist das türkisch? Bestimmt lecker, oder? Türkisch Salami. Döner. Oh! Also die ist für morgens zum Essen. Die lange hier. Du siehst den Hund, oder? Nee, ne? Siehst nicht, ne? Hund hier. Knoblauchsalami. Auch gut, ja? Auch gut, ne? Diese deine. Ja. Die lila, ganz ja, lecker. Ja. Die isst Porn sehr, sehr gerne, ja. Die isst Porn sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Die isst Porn sehr gerne. Was ist er denn da? Ja, was macht das wohl sein, Tilak? Was macht das wohl sein? Was trinkst du denn jetzt gerne? Ich sehe schon, was da durchschimmert. Uwes Heilwasser. Nein, ich sehe schon, was da durchschimmert. Ich sehe schon. Ah! Wie heißen? Ja, mach mal auf. Mach mal auf. Ganz toll, ich habe gesagt. Ich habe keine Lösung zu senden. Ah. Halleluja! Den gelben, da schwärmt ja Porn heute noch von. Und zwar hier von der Pitbull Bar, wo wir immer dort jetzt gesessen haben. Ja. Und den Eierlikör hier mit, was sagt er, war da drin? Bacardi oder was war drin? Bacardi war drin oder was? Aber ne? Wenn die Oma, ne, mit Eiscream, ne, ich sag, Oma, ich will nicht essen, schmeckt nicht. Aber unbedingt, sie sagt, ja, ich muss essen, ja. Ja, meine Mutter hat nicht gefragt, die hat immer sofort auf Eis drauf gekommen. Du willst ja mit Eierlikör, gell, will ich da drüber haben. Ne? So. Ich habe extra für dich drüber gemacht hier, ne, so. Schmeckt nicht. Aber so mit dem, Mixi, den Mixi gelben auch. Da war sie richtig also von angetan, von yes, dem Aloy. Gelben beim Pitbull war, ne? Ja. Mixi, da machen wir auch wieder Mixi hier mit irgendwas drin. Hat geklappt mit Wodka, ne? Hat geklappt, ne? Ja. Muss aber dann ein paar Tage stehen, ne? Und dann aber wenn er mag neu, dann schmeckt nicht. Muss um die zwei oder drei Tage. Dann hat er sich mit denen verbunden und dann ist es so ähnlich wie dann hier beim Pitbull war, ne? Ganz genau dann, ne? Ganz, ja. Aber schön. Same Qualität, aber ja, kann das schlucken. Kann das auch schlucken. Sehr schön, mein Schatz. Sehr schön. Das wollen wir hören. Ja. Das wollen wir hören, wenn du vielen das schön Dank, schlucken kannst. Hoffenka. So liebe dich. Richtig. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr so an uns jetzt gedacht habt und eine gute Idee hier mit den zwei jetzt Paketen. Das war wirklich, das war wirklich gut, muss ich sagen. Respekt dann, ne? So, vielleicht nochmal hier als Information. Wir werden also jetzt nochmal nach Nongkai nochmal hochfahren hier mit Bernd und Puh. Da werden wir nochmal Tempel nochmal machen. Und wir werden nochmal... Nicht Nongkai. Ja, die Leute kennen das andere doch nicht, mein Schatz. Was soll ich denn da sagen? Nakhon Phanom, ja. Oh. Nakhon Phanom, ich bin schon ganz durcheinander. Nakhon Phanom fahren wir hin, richtig. Da fahren wir noch hin.
werden da nochmal hier versuchen, hier nochmal mit dem Mekong-Schiff nochmal zu fahren. Hier nochmal ein bisschen. Hier. Tempel ist ja klar, dieser berühmte Tempel Abenteuer. Da. Ne, was sie dann da sehen und ein Hotel oder was, ne? Was wir dann da noch machen. Aber das wird jetzt hier. Wie kann ich gehen? Die nächsten dann, ne? Wolltest du auch schon lange zu dem Tempel dann, ne? Hm? Na gut. Also, das werden wir dann noch jetzt machen. Aber zurück zum Thema hier. Vielen, vielen Dank. Wir werden uns hier schön wieder die Plauze vollhauen hier und ab und zu mal hier einen gelben einverleiben, würde ich mal sagen. Gut, vielen Dank nochmal. Das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und tschüssle. ขอบคุณค่ะ Und die Grauen gucken auch schon wieder zu, was wir hier wieder schwätzen hier. Ja. Also. สวัสดีค่ะ Hallo ค่ะ Es geht auf Mikrofon nicht drauf, da brauchst du gar nicht gucken. Das geht, das packt das Mikrofon, macht das ja weg hier hinten, ne, wenn die Vögel am Schwätzen sind. Und tschüssle, ciao. Ja.